Runde 13. Wow. Und damit hallo, liebes Publikum. Willkommen zurück bei Mario Party Superstars mit einem anscheinend sehr hochmotivierten Captain, wie es gerade klang. So wie das Spiel anging, bin ich richtig müde geworden. Und mir den Failor. Daisy ist am Zug. Das bin ich. Daisy. Zeit fürs Spielbrett. So. Natürlich, man kennt es. Wir haben jetzt auch wieder irgendwie 3 Wochen nicht gespielt oder zwei. Wir haben. Ja, zwei? Zwei. 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 Also ja, mal gucken. Ja, ja, okay. Toadette ist da. Wo? Da? Ich sehe Toadette nicht. Da, wo der Stern ist, oder nicht? Ah ja, stimmt. Ich habe gerade nach einem Icon für Toadette gesucht, weil überall die Augen und die Boos und die Toads sind. Und wir, aber Toadette ist keine Person, die ist einfach nur der Sterngeber. Und die Augen und die Boos und die Toads dazu. Ui. Warte, so, ich bin ja, da. Ja, auf das Feld kannst du gerne gehen. Nee, pass mal auf. So, ich bin hier. Ja. Und ich möchte aber den Stern haben. Und ich habe doppelten Würfel. Ja. Aber warte mal, bis einfach aus Spaß zur Bank. 9. Werden es 9. Ich mache jetzt, ich würfel jetzt 9, Leute. Weil einfach, mit einem Doppelwürfel oder normal? Nein, einfach nur einen ganz normalen neuen Würfel. Okay, dann machen wir ganz normal. Einfach, weil ich Bock habe. Wird zwar eine 6, aber ist egal. Eine umgedrehte 6 ist quasi eine 9. Nicht nur quasi. Und 69 finden alle lustig. Also mach mal was Lustiges. Nice. Genau. Und 9. 5. Oh, nicht mal eine 6 gemacht? Schlecht. Oh, 6 wäre ein rotes Feld gewesen. Gut, dass du eine 5 gemacht hast. So schlimm wollte ich ihn auch nicht jinxen. Ach, ich will. Besser. Ich weiß gar nicht. Ja. Oh, eins zu weit. Naja, gut, 15 Münzen hier oder 18. Was war das in der andere? Bank. Der Auswahlwürfel? Ich wollte den Glückszahlwürfel haben. Ah ja, Glückszahlwürfel, ja, aber genau. Ich meine, ich nehme auch die 15 Münzen. Ja, dass er verkackt war. Aber der Glückszahlwürfel wäre echt gut gewesen. Ja. Hättest du trotzdem auf die Bank kommen können. Naja, so sind jetzt mehr Münzen in der Bank, dafür, dass ich gleich drauf lande. Ich hab einen Pechwürfel. Ich kann Glückswürfel nehmen. Richtig. Was will ich denn mit einem Pechwürfel? Naja. Jemanden verfluchen, der dann einfach das aufheben kann mit seinem Würfel. Potenziell. Apropos große Würfel, ne? Ja. Ich mach einfach mal ins Blaue rein. Mach mal ins Blaue rein. 11 bis zum Stern. Cool. 10. 13. Ja. Nehme ich gerne. Ja, Toadette ist da drüben. Guten Tag, was haben Sie denn so? Hä? Ja, zu einem Doppelwürfel sag ich doch nie. Du wieder nein. Mit deinem vielen Geld. Meine ganze Strategie ist es, zum einen Spiele zu gewinnen, wie das Spiel ja immer wieder sagt, und zum anderen euch dreien gleichzeitig Sterne zu stehlen. Wow. Dafür brauche ich Geld. Aber zwischendrin ein paar zu kaufen, schadet auch nicht. Sterne halten. Wer weiß, ob ich überhaupt in der Nacht mit den Münzen, während ihr alle Sterne habt, zu King Boo zu kommen. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Naja. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. So da komme ich gerade her! Wuhu! Wahey! Fuck you, Claudette. Ja, ich bin leider eins zu weit. Oh nein. Denn, oh Gott, oh weh. Dein Reichtum. Ja, ich bin schon jetzt 15 Münzen als durch du. Das Glücksfeld. Ach, verdammt. Ah, 15 kriege ich gar nicht, weil ich kriegst Erster Bild. Bin. Ich hätte so gerne den Glückszahlwürfel jetzt gehabt, das wäre so schön unter die Nase reiben gewesen. Aber diesmal kann ich dir nichts aus der Nase. Also. Sollte ich dir nicht. Hallo? Fischfutter. Warte. Fischfutter? Ah ja. Oh. Das können wir ja. Hey. Oh nein! Achso, mir wurde gesagt, ich habe meinen Controller heute nicht. Ja, richtig. Dass ich einen driftenden Joy-Con habe. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Also, weil er drift! Also, er drift. Der Drift geht halt nach links, wenn dann. Ja, das ist zum Fischen. Das ist ja wohl. Ja, gut, wir können uns ja so nicht lenken, also. Das kannst du nicht als Ausrede nehmen. Jetzt komm hier nicht mit deiner Logik von physikalischen Gesetzen. Ich verstehe immer nicht, wieso kann die sich denn nicht schneller. Warum muss man nur 5 Kilometer vorher sich tauchen? Damit du auch garantiert drunter herkommst. Ja, aber das. Aha, drunter her, drunter her. Die Peach macht sich ganz schön fertig, glaube ich. Och, verdammt, Peach, ich hab gerade gesagt, du machst ihn fertig. Und dann
schwimmst du gegen diese Bombe? Es war auf jeden Fall sehr knapp zwischen mir und Peach, das stimmt ja, allerdings. Also ich weiß nicht, ob sie mich wirklich fertig gemacht hat, aber... Naja, sie hätte schon dich, also so wie ich es gesehen habe... Oh, wie du aussiehst einfach so... Ja, das ist einer von diesen Tagen. Das ist, wenn man wieder das Bogenschussspiel kommt. Ja. Gutes Spiel. Ist schon nicht leicht, eine Prinzessin zu sein. Ist Daisy überhaupt eine Prinzessin? Ich glaube, die ist eine Hochstaplerin. Nee, sie ist eine Prinzessin tatsächlich. Ja, das behauptet sie auf ihrem Instagram-Account. Nee, sie behauptet das nicht. Sie ist die Prinzessin vom Sarasaland. Von Mario Land 1. What the fuck ist das für eine Glücksbärchen-Cousin-Scheiße? Ich bin die Prinzessin von Sarasaland. Wir haben die Glücksbärchen-Cousins. Achso, ich bin dran. Erstaunlich, dass das so oft in diesem Let's Play schon erwähnt wurde. Echt? Das war jetzt das zweite Mal, dass wir die Glücksbärchen-Cousins erwähnt haben. Okay, ja. Ich mache... Ja, das soll ich jetzt noch machen. Ich bin quasi... Ach nee, die Glücksbärchen-Cousins haben wir in Bugsnacks erwähnt. In Bugsnacks, natürlich. Ich würfel einfach nochmal und komm jetzt auf... Bugsnacks. Och, das ist viel zu viel. Scheiße. Ich wollte doch nur auf die Bank. Nee, Mario Land für den Game Boy. Da war es Daisy, warum auch immer, wie man da gerettet hat als Mario. Ah, ja. Und vor allen Dingen am Ende des Spiels ist da sogar ein Herzchen, was von Mario und Daisy ausgeht. Das heißt, das ist dann schon die Timeline, wo sich Peach für Luigi entschieden hat und Mario nach The Wrestleland gegangen ist, um mit Daisy abzuhängen. Das ist interessant. Ist nur eine Mad-Pat-Theorie. Mehr nicht. Oder was wolltest du jetzt interessant? Ich habe vor einer Weile den fantastischen, absolut grandiosen Super Mario-Film gesehen. Oh, den? Ja. Ja. Und da gibt's keine Peach, aber da gibt's eine Daisy. Interessant. Sehr interessant. Aber da endet's auch schon. Ich weiß gar nicht, ob die mit Luigi zusammengekommen ist. Glaube nicht. Nee, siehst du, genau, warte, das war so, die sieht aus wie eine Prostituierte. Aber das ist die Frau, die Freundin von Mario. Die Daisy. Die Daisy. Die hat nicht viel zu tun. Die sitzt am Anfang in der Szene an einem Tisch mit ihm und die essen Italienisch. Was auch sonst. Und dann am Ende kommt sie nochmal vor. Das kennen wir ja. Ich bin nicht im Spiel. Ach, ich bin der Mann mit dem Geschiss, mit dem Geschoss. Und da hat man gerade gesehen, dass es Joy-Con Drift war, oder hast du gerade... Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil der Joy-Con Drift geht nach links, wenn dann. Ja. Aber ja, du bist heute der Mann mit dem Geschoss. Ladies. Hast du den gesehen? Ja, ich wünschte, der wäre in-game gewesen und nicht hier außerhalb des Spiels, aber im Spiel, weißt du, wie ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Mann, Daisy hat die irrsten Augen. Das sagst du auch öfter. Ja, aber... Pass auf, der geht so über Bande. Der Delay. Also, weißt du, da muss man warten, bis der Ball kommt. Der hätte ich voll erwischen müssen! Was ist das denn? Yeah! Das erste Mal in diesem Let's Play! Woo! Ja, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht auf wehrlose Menschen schießen mit Geröll. Ich liebe das von Daisy, dass sie einfach so sitzt und schmollt. Ja, sie ist quasi mein Spirit Animal. Aber im Grunde, ja, also das ist halt sowieso komisch, dass in Mario Land plötzlich Mario halt Daisy retten geht. Also fassen wir zusammen. Ja. Er rettet Pauline. Ja, ganz am Anfang, ja. Er rettet Daisy. Ja. Er rettet Peach. Ja. Er rettet Kuchen. Ja. Er rettet... Hüte? Also das Hutmädchen in Odyssey. Rettet er zusammen mit Peach. Das ist ein Hutmädchen in Odyssey? Na, die Schwester von Cappy. Quasi, die ist doch dann quasi mit zusammen bei Peach. Die wurden doch beide entführt. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich hab's durchgespielt, aber. Stimmt. Daisy ist dran. Ja. Er rettet Rosalina. Ja. Nee. Also Rosalina rettet er nicht. Nicht? Rettet er nicht irgendwie das Universum und sie damit mit? Irgendwie sowas? Nee, nicht wirklich. Er ist auf der. Da auch in Galaxy müssen wir auch mal spielen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Tu das nicht. Warte. Warum willst du Galaxy nicht spielen? Galaxy ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das fühlt sich halt nur nicht an wie Mario 64 oder so. Müssen wir ja Würfel benutzen. Aber ja, er ist eigentlich dabei, Peach zu retten und trifft dabei auf Rosalina. Drei. Und Rosalina hilft ihm quasi mit ihrem 5. Sternobservatorium. Ja. Wir müssen es mal spielen. Wir spielen es auch irgendwann. Ja, aber ich habe es schon mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen muss. Naja, egal. Ich habe nur einmal durchgespielt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es sehen wollt. Ja, Gott sei Dank.
passiert das nicht oder so. Wollen wir direkt, oder wollen wir direkt auf Odyssey springen, meinst du? Was denn mit den Nischentiteln? Mario Land? Mario lehrt dir tippen. Das weiß ich das nicht. Das und dich auch, die Grammatik. Na gut, das habe ich nicht. Das hat niemand. Was wollte ich eigentlich sagen? Du wolltest sagen, dass er auch. Ja, der hat's mit allen! Rosalina rettet. Ja. Naja, er rettet sie nicht von mir. Er liest nur in ihrem Tagebuch. Quasi. Nee. Dann rettet er seinen eigenen Arsch vor dem Gesetz in Sunshine. Ja. Und Peach. Und dann Peach. Und dann rettet er ein paar Fee. Ein genau. Fee. Ein paar Feen. Wo rettet der denn? In Mario 3D World, in Katzen Mario. Ah ja. Wen genau? Kubus der Verdammnis. Achso. Wen genau rettet er eigentlich, oder rettet er irgendjemanden, oder was genau, wieso ist Mario Land 2? Wieso ist Mario Land 2? Mario Land 2 ist das, ist der erste Auftritt von Wario, und das ist, Wario übernimmt Marios Schloss, während er Daisy retten geht. Also er rettet quasi nur seinen Besitz. Ja. Der Großbesitzer Mario. Genau. Seine Zeit, steinreich. Anscheinend. Kapitalist. Irgendwann hat er ein Schloss bekommen und er rettet quasi sein Schloss, ja. Okay. Muss die 6 Münzen holen, um sein eigenes Schloss aufzumachen, um dann Wario auf die Fresse zu hauen, der sich in seinem Schloss verschanzt hat. Nein! Oh. Daisy, warum? Yeah! Sehr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Aber ja, er rettet da quasi seinen Grundbesitz. Und in Wario Land will Wario einfach sein eigenes Schloss haben, sammelt deswegen Schätze und sowas alles. Und ganz am Ende gibt es so eine riesige Statue. Ich weiß nicht, ob es Peach oder Daisy ist. Ist das eine Nase? Ja. Okay, ja. Und dann kommt einfach Mario ganz am Ende reingeflogen und klaut ihm die fucking goldene Statue, für die Wario die ganze Zeit gearbeitet hat. Und dann ist da ein Genie, der ihm halt einfach sagt, okay, du hast mich jetzt befreit aus dem Klauen von dieser Piratin, aber ich möchte trotzdem Geld dafür haben, dass ich dir ein Schloss baue. Tja, man legt sich einfach nicht mit dem Grundbesitzer Mario an. Anscheinend, ja. Du hast mir ein Schloss geklaut, ich klaue dir deinen Schatz. Ich wollte nicht würfeln. Also ich wollte schon würfeln, weil ich muss würfeln. Ich brauche einen Doppelwürfel. Das ist es. Aber ja, Aber warte, der Pfeil zeigt ja nach Dingsbums. Ja. Och Mann, ich hasse diese Map. Nee, du kannst auch nach links. Aber der rote Pfeil, der zeigt doch in die... Oh Gott. Ah, nice. Du hast einen Pasch gewürfelt. Ja, 10 extra Münzen. Vielen Dank. Yes. Ja. Du kannst trotzdem noch aussuchen. Okay. Alles gut. Dann lande ich da... Oh, hinterm Buch. Ja. Die Bank ist jetzt echt attraktiv geworden. Oh. Gucken wir an. Was du da zu stehen hast, sieht schon aus wie so eine Nase. Ach, der Schwomba-Bomba ist im Weg. Oh, aber kann ich hier nicht bezahlen? Magie bewirkt, dass dieser Wump sich nachts nicht vom Fleck rühren kann. Also nein, in der Nacht kannst du ihn nicht bezahlen. Ja. Und Tagesschub. Wie viele Münzen einfach im Umlauf sind. Heilige Granate. Du hast 105 gehabt. Ich habe 133, Wario hat 105. Ich habe noch nie heilige Granate gesagt, glaube ich. Beziehungsweise doch, ja, im Zusammenhang mit Worms, ja. Was kommt? Ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Jetzt. Jetzt. Was will ich mit dem? Was will ich denn mit dem Generalschlüssel? Generalschlüssel? zum großen Bu? I am the mighty Boo. And I'm going to steal some coins from you. Warte, dafür muss ich das Brett jetzt mal sehen. Ich kann das Brett hier nicht einsehen. A huge supply of tish comes from my chocolate. Ja, dann fick dich mit deinem komischen General. Oh, Verzeihung. How about some sketch, you little twat? Entschuldigung. So passiert es. Conker wolltest du ja auch nicht mit mir spielen. Willst du Conker mit mir spielen? Aber ja, Conker, das hast du aber abgelehnt. Ja, weil... Ja, das ist so... Sehr referential quasi. Was ist denn mit ihm nicht Wer würde richtig? Denn den Glückszahlwürfel wegschmeißen? Was ist denn mit ihm nicht richtig? Hat er, ich glaube, der hat gerade einen Glückszahlwürfel gekauft, um einen wegzuschmeißen oder so? Ich glaube, er hat einen bekommen. Ach ja, durch das Dingens, ja. Aber dann hat er ihn wieder weggeschmissen.
Weil er lieber eine Hundepfeife haben möchte? Zwei Hundepfeifen haben möchte? Es war auf jeden Fall seltsam, ja. So, der kann definitiv, glaube ich, hilfreicher sein. Bye, Doppelwürfel. Ich wollte eigentlich einen Doppelwürfel einsetzen, verdammte Axt. Oh, heilige Granate spiele ich gerade doof. Das hast du schon zweimal gesagt. Ja, diesmal war es mit Absicht. Und jetzt habe ich nicht drüber nachgedacht, weil sie sagen, ich habe einfach heilige. Und das erste Wort, was mir eingefallen ist, war Granate. Ah ja, gut, das kennen wir ja. Oh, jetzt muss ich... das ist aber kompliziert jetzt. Mit zwei losen Joy-Cons. Du hast diese Taktik erfunden. Ja. Ich habe die Schallplatte erfunden. Wo ist denn... Warte, hier wahrscheinlich wirst Schubsen. Du das wieder... Wahrscheinlich wirst du das eh wieder gewinnen. Okay. Hätte ich jetzt meinen Controller nicht direkt gedreht, hättest du das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, doch, oder? Doch, jetzt schon. Aber jetzt muss ich mich erstmal darauf einstimmen. Yay! Alter, hör auf! Was zum... Huch! Die Stimmung überschlägt sich. Die Stimmung überschlägt sich. Kannst du mal aufhören? Überschallstimmung! Stimme. Ach, die Stimme. Überschallstimme! Stimme. Stimme. Nein. Oh Gott. Jawohl! Am Was? Ende noch. Ganz am Ende noch. Totale Empörung beim Captain. Es ist doch nicht zu ver... Ich war so gut. Du kennst es doch. Immer wenn du gerade so gut bist, komm ich und schnapp's mir. Pokémon. Okay. Oh, jetzt ist wieder Tag. Guten Tag. Ja. Daisy ist am Zug. Daisy! Die drogenabhängige Prinzessin! Ist drogenabhängig? Wegen ihr verrückten Augen! Ja, auch, weil sie im Zug ist. Okay, ich brauche, was steht da? Das Bahnticket. Wo gehst du hin, Cursor? Geh zurück. So, das ist 0 bis hier. Ich will nicht wissen, wie bis hier, sondern bis wann. 10 bis zum Stern, das wollte ich wissen. Gut. Gut, sage ich. Es steht ja auch da. Ja, der da oben, ich habe da unten geguckt. Aber das sagte 0. Da fehlt dir quasi die 1. Wie mache ich das denn jetzt? Oder triumphieren? Ja, ich gehe auf Nummer sicher, oder? Klar. Geh sicher. Ich gehe sicher, geh Nummern. Sicher. Voll abnummern gehe ich jetzt. Voll abgenummert. Und die 1. Und die 2. Und die 3. Glück gehabt. Das war das erste plus 3. Ja. Ja. Mann, hier nimm doch deine scheiß 3 Münzen. Immer oh weh. Abzockender Cooper. Oh weh. Ist das ein Cooper? Ja, ist ein Cooper. Ja, was soll sonst sein? Brotbackmaschine? Ja, vielleicht ist es auch eine Brotbackmaschine. Vielleicht ist es eine 2-in-1-Kombo. Bei Tag ist es Cooper, bei Nacht backt es Brot. Das ist der komischste Shrek-Film, den ich je gesehen habe. Ich backe Muffins, während wir sprechen. Ich backe einen Muffin. Na, das tue rein. Das Scary Movie, genau. Und wo kommt dieser nächste Stern? Wer weiß es nicht. Flieg ins Glück. Da komme ich doch gerade her. Warum ärgerst du mich so, Claudette? Ich habe letzte Runde auch zu viel gewürfelt, um da ranzukommen. Also jetzt glaube ich bin gerade genauso empört. Oh, sei doch nicht empört. Ja, Pech, wa? Oh, nächstes Mal gehört mir die Bank. Muss nur eine 3 würfeln. Du hast irgendeinen Plan. Was? Oh, der schnappt sich die Bank mit seinem Glückszahlwürfel. Wieder aber einfach nur aufgrund meiner Attitüde und dem Pfeifen so, er hat einen Plan. Bin ich mittlerweile für dich so durchschaubar? Ich kann dich lesen. Anscheinend. Wie ein Kaffeesatz. Okay, diesmal verzähle ich mich hoffentlich nicht. 1, 2, 3. Okay, 3 bis zur Bank. Oder ja. Ich versuche was... Na, das bringt noch nicht so viel. Okay. Hä? Einmal in der Folge muss ich Leute das Trommelfell wegballern, indem ich das Waluigi Hä nachmache. Jawoll! Koopa-Bank. Herzlichen Glückwunsch. So, und damit haben wir die... Oh. Hurra! Damit habe ich meine 108,
150 Münzen zusammen. Kann jetzt nächste Runde einer von euch Nacht machen, bitte? Mach mal Nacht. Ich mach dir Nacht so. Wobei, ich weiß gar... Oh, oh nein. Alter. Und ich bin der Hähnchen. Das gibt's ja wohl. Ich bin das Hähnchen. Leute, nein! Leute, nein! Guck mal, ich hab dir sogar eine Chance gegeben. Bin ich nicht lieb. Weil jetzt... Na gut, das ist ja nur die Vorbereitung. Dann denken, zuerst den abschießen. Nein, Peach. Nein! So, als erstes den rausnehmen, der auf jeden Fall ein Problem darstellt. Mario, du dicker, dummer Mensch! Also, das ist ein bisschen weiter hergeholt. Ey, what the fuck? Ist das für eine... Ich hab ihm voll die Fresse weggeschossen. Ja! Manslaughter! Wie kommt das, dass es in der Übung für mich besser lief, wo die mich mehr blockiert haben als jetzt? Weil ich es da noch nie auf dich abgesehen hatte. Okay, gut, das ergibt Sinn. Oh, mach eine 4, komm, Ausrufezeichen. Sie hasst dich. Ja. Wario kann auch noch auf Ausrufezeichen kommen. Der muss, glaube ich, eine 3 oder auch eine 4 würfeln. Apropos 3. Fachwürfeln. Genau. Hey, ne? Ja, hey, ne? Hey. Oh, Runde 18 tatsächlich. Runde 18. Oh, gut, dass es mir jetzt noch aufgefallen ist. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Nee. Also ja, die Runde machen wir noch. Das ist ja, ja. So, ich wollte sie jetzt unbedingt... Nee, du hast ja jetzt die Bank schon geholt, ne? Ja. Ja, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr... Du machst jetzt die 3, ich seh's jetzt schon kommen. Ja, ich hätte jetzt nämlich mit dem Pechwürfel eher darauf gehofft, aber ich muss ja jetzt den Pechwürfel nicht dafür benutzen. Nee. Kannst du eine 7 machen? Mal eine 4. Und du willst aufs Bowser-Feld? Ja, ich reiß uns alle die Scheiße. Ach, du willst Bowser-Revolution, hier, Bowser-Kommunismus. Ich verstehe schon. Bosinismus. Ja. Ich würfel einfach, was soll ich jetzt noch tun? Ja, richtig. Mach eine 7. Und... Arschloch. Yeah! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Das gibt es nice. Nicht! Du wolltest schon wieder dieses scheiß Lied singen? Ja! Komm im Itemladen. Ich hab's quasi gesungen. Ich nehme den Dreifachwürfel, Baby. Nicht den Glückszahlwürfel? Na, ist mir egal. Komm, Glückszahlwürfel, Schmückzahlplöffel. Ist doch... Reimisch Schwachsinn. Oh, das war eine 8. Ja! Warum verzähle ich mich und immer wieder? Und wieder mal hat er sich verzählt. Was ist denn das mit diesem Spiel, dass ich mich immer verzähle? Gib mir doch einfach einen Glücksteilwürfel. Oh, selbst... Ich verstehe nicht, wenn man stoppen muss. Schon wieder eine 7. Ja, die 7 ist die Glückszahl, wie man weiß. 4. Er hat leider Sex, tut mir leid. Das wäre eh eine 3 gewesen, keine 4. Dann mache ich jetzt einfach eine 1. Mach doch eine 1. Kann ich mir deinen Peschwürfel leihen? Mein Peschwürfel. Die 7! Naja. Wobei, 4? 2, 17, 8. 1, 2, 3, 4. Das reicht. Das reicht nicht. Klar reicht das. Ich glaube, da hast du dich da voll verzählt. Nee, das ist jetzt blaues Feld. Fucking Boo. Ach, ihr habt aber eh nicht alle drei jeweils einen Stern. Da weiß ich gar nicht, ob ich das dann machen kann. Aber hurra! Hurra, ich komme zu King Boo mit den Münzen, während es Nacht ist. Also mein Plan hat irgendwie funktioniert. Ob ich jetzt nun das Optimum bei rausbekomme, ist die andere Frage. Naja. Ja, aber kennen wir alle. Ach Gott. Oh, das war der Drift. Oh nein. Das glaube ich dir tatsächlich. Das war ist der Shopkeeper aus Dingens. Ja, aus Tanz mich. Dancing, Mann. Ja. The Crypt of the Necrodancer. Genau. Wow, wie die beiden voll synchron einfach sind. Nee, Wario ist ein Stück vorne. Voll die Glitschigen. Yes. Aber ja, das war der aus Crypt of the Necrodancer. Oh! Gewonnen! Schön, 3 ganze Sterne habe ich bekommen. Sterne? Wow! Ja, ich habe 3 Sterne bekommen. Aber? Ist eine Band. Genau, und die hören wir uns dann in der nächsten Folge an. Okay. Wenn man sagt, Mamma Mia!
Es ist Mario Party. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Eine Sekunde gebraucht. Tschüss, bis dann. Oh, macht's gut.